Die gibt mir Rückhalt und auch der Zusammenhalt in der Familie ist wichtig und sie ist einfach auch immer für mich da. Ja, meine Familie ist mir unheimlich wichtig, weil das natürlich die beste Unterstützung ist, die es gibt. Ich denke, als Familie hält man in guten wie in schlechten Zeiten immer zusammen und man kann sich immer auf seine Familie auch verlassen. Deswegen versuche ich auch immer ein gutes Verhältnis oder einen guten Draht auch zu meiner Familie zu haben. Trotz der Entfernung, die wir haben, ich bin hier in Berlin und meine komplette Familie ist im Süden in Deutschland angesiedelt, im Münchner Raum. Aber wie schon gesagt, es ist einfach extrem wichtig, dass auch wenn es mal schwer ist gerade oder man eine schwere Phase durchmacht, da auch die Familie und auch die Unterstützung der Familie bauen kann und sich darauf auch verlassen kann. Meine Familie ist mir wichtig, weil ich mich 100% auf sie verlassen kann. Ich habe eine sehr, sehr große Familie, auch 4 Geschwister, meine Eltern, meine Oma und 2 Hunde und eine Katze. Das Familienleben, das war mir schon immer sehr, sehr wichtig. Meine Familie unterstützt mich und ohne dieses Gefühl des Zusammenhaltes und so wäre ich, glaube ich, auch nicht so erfolgreich in meinem Sport geworden. Und das macht es einfach aus. Weil ich nur mit meiner Familie zusammen auch so viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen überhaupt erleben durfte. Und ich habe meiner Familie eigentlich alles zu verdanken, vor allem meinen Eltern. Die unterstützen mich, wo es nur geht, kommen auch selbst jetzt immer noch zu allen Wettkämpfen mit hinterhergefahren mit ihrem Wohnmobil und allgemein meine Familie unterstützt mich bei allem, was ich tue und vor allem im Sport sind sie vor allem mein größter Rückhalt auch und genau. Weil das wahrscheinlich der größte Halt ist, privat und in meinem ganzen Leben eigentlich, sowohl als Turner als auch als Privatperson, die Familie, der größte Halt. Ich habe einen Bruder. Älter oder jünger? Einen jüngeren Bruder. Ich habe 2 Schwestern und Die sind älter oder jünger? Meine beiden Schwestern sind älter, die eine 3 Jahre und die andere 5 Jahre. Ich habe 4 Geschwister noch. Ich habe eine Schwester. Ihr Name ist Fabienne. Okay, und die ist älter oder jünger als du? Etwas älter, 3 Jahre. Eine Schwester. Jünger. Sie ist immer für mich da und sie ist immer für mich da und einfach und nimmt mich so, wie ich bin. Und was bedeutet es für dich, eine beste Freundin oder einen besten Freund zu haben? Eben die Punkte, die ich schon genannt hatte, dass man einfach sich immer an denjenigen wenden kann, egal in welcher Situation, egal um welche Uhrzeit. Und egal in welcher Scheiße man steckt oder egal wie schön auch die Sachen sind, dass man das auch miteinander teilen kann. Ein guter Freund ist für mich, dem man offen und ehrlich die Meinung sagen kann, auch wenn es einem nicht gefällt, was er gemacht hat oder dass er einem auch mal selbst sagt, so geht's nicht und man dann nicht irgendwie böse oder angepisst ist, sondern einfach auch das ernst nimmt und versucht darüber zu diskutieren oder darüber zu reden. Das zeichnet für mich eigentlich einen guten Freund aus. Ich finde besonders gute Freundin oder Freund macht aus, dass man erstens über alles reden kann, dass man auch mal die Meinung gesagt bekommt, dass nicht immer alles abgenickt wird. Einfach 100%ig ehrlich zueinander zu sein und den gleichen Verrücktheitsgrad zu besitzen. Der andere. Puh. Ich denke, das A und O in jeder guten oder nicht in jeder guten, sondern in einer sehr guten Freundschaft ist der Respekt dem anderen gegenüber. Und wenn der gegeben ist in sämtlichen Situationen, dann denke ich mal, wird die Freundschaft nie kaputt gehen. Und ich denke, dass man natürlich, ich glaube, es gibt keine besten Freunde, mit denen man sich noch nie gestritten hat. Und
trotzdem ist es danach wichtig, wieder offen miteinander zu reden und immer Offenheit aufeinander zuzugehen. Deswegen denke ich auch, dass, wie gesagt, dass so ein offener Respekt, also dass man, wenn man was hat, man dieser Person das auch direkt sagen kann. Und ja, und das umgekehrt natürlich genauso. Und ich denke, das ist so die Basis einer Beziehung. Und das nicht nur in einer Freundschaft, sondern in sämtlichen Beziehungen, die man als Mensch so hat.